Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Infernal. Diesmal in den Stahlwerken. Wo ich natürlich auch wieder gebührend empfangen werde, wie ich finde. Mit Millionen von Gegnern. Aber so muss das ja sein. Sonst wäre es ja langweilig. Zeig mal, was du hast. Ah, Sturmgewehrmunition. Sehr schön. Ich glaube, ich sollte nicht so früh nachladen. Das kostet mich Munition. Schätze ich. Anders kann ich mir nicht erklären, da ich ständig keine Munition habe. Ach komm. Ich räume mich hier einfach durch. Ach, auch noch ein Bagger. Ein Bagger, der mich töten will. Oh Gott. Jetzt steht er im Weg. Das ist jetzt unfair. Und jetzt? Währenddessen sind hier überall diese... Ah ne, da muss ich lang. Okay. Der hat mir nur den Weg abgeschnitten, damit ich... Ach komm. Und... Hopsala. Ah. Oh. Ein Glück, dass ihr mich nicht trefft. Ein Glück, dass ihr kein Zielwasser getrunken habt. Hops ich mal. Dann hops ich mal. Ah ja, das sind die ersten Dinge, die hochgehen, wenn man auf sie springt. Okay. Ah. Oh. Nicht nachladen. Ach Gott. Wie hier überall Leute sind. Oh Gott. Oh Gott, wie sie mich beinahe getötet hätten. Aber zum Glück ist ja jetzt alles gut. Ich sollte mir abgewöhnen, immer wenn ich 2 Schuss weniger Munition habe, nachzuladen. Das ist so eine Gewohnheit von mir. Aus anderen Spielen, wo es mich nicht das ganze Magazin kostet, was ich dann wegwerfe. Ist so realistischer, ich weiß, aber... Ah. Man muss sich ja auch an Realismus erstmal gewöhnen. Ich habe Schritte gehört, aber das war natürlich wieder eine Illusion. Und das finde ich auch gut so. So, nehme ich mal wieder das Sturmgewehr. So. Und darauf erstmal speichern. Speichern. Der beste Freund in diesem Spiel. Ah, das ist wirklich nervig, wie der hier sich hier teleportiert. Aber ich ahne direkt... Ich habe nichts gesagt. Ja, ich glaube, ich muss ihn mit Teufelsfeuer eliminieren. Oh, du fällst sogar runter. Das finde ich aber nett von dir. Dann kann ich dich auch direkt ausnehmen. Merke, spezielle Gegner haben mehr Lebensenergie. Okay. Was nun? Was nun? Da war eine verschlossene Tür, aber wie komme ich da vorbei? Eine ID-Card brauche ich dafür. Wer hat denn hier eine ID-Card? Irgend so ein komischer Generaltyp. Aber wo kriege ich komische Generaltypen her? Fragen über Fragen, die ich erst nicht beantworten kann. Also wenn nicht dieser komische Mega-Sniper da eine ID-Card hatte, wer dann? Wer dann? Wieso kann ich hier nicht so krass rüberspringen oder drüber klettern?
Vielleicht hier drüber. Das sieht doch so aus, als wäre es ein Weg. Aber nein. Es kann ja kein Weg sein, denn es ist 2 Zentimeter zu hoch für dich. Tut mir leid. Sie müssen lernen, höher zu springen, Mr. Lennox. Ich sollte mehr Munition bauen. Nö. Mach ich eben... Komm. Das ist der Nachteil von Schießen ohne zu zielen. Merk dir das, mein Freund. Fürs nächste Leben. Boah, 4 Granaten. Granaten, die ich sowieso nie benutze, weil ich der Freund von Feuerwaffen bin. Handfeuerwaffen meine ich natürlich. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Eine ID-Card. Oh ja, hier ist sie. Okay. Als ob ich genug Munition von allem habe. Na, verdammt. Lass ich eben Munition wieder liegen. Na, kommt. Ich glaube, eure Verluste werden nur noch größer werden. Naja, wieder ein bisschen rumsaugen. Um mich wieder aufzufrischen. Ich danke euch, meine Getreuen. Ich danke euch. Euer Opfer wird nicht vergebens sein. Die Firma dankt. Kann ich jetzt auch durch? Ja, verdammt, ich habe gemerkt, dass sie zu ist. Hä? Oh, Gott. Ach, und sie treffen mich auch noch ohne zu zielen. Ja, das ist vielleicht auch der Vorteil an... Feuern ohne zu zielen. Man trifft vielleicht. Ohne großen Schaden zu kassieren jedenfalls. Munition, juhu. Oh, sogar Sniper-Munition. Wie schön. Aber was bringt mir Sniper-Munition? Ich bin doch hier fast die ganze Zeit nur am Nahkampf schießen, sag ich mal. Darauf erstmal speichern. Nein, keine Option. Speichern. Gott. Speichern. So. Was nun? Das sieht doch nach was aus, was ich kaputt machen kann, ganz ehrlich. Alter, dann nehme ich eben die Granate. Und? Das ist doch nicht wahr. Hä? Also, gut. Merke, an solchen Stellen kann man doch nicht vorbei, auch wenn sie so aussehen, als könnte man vorbei. Das ist ein Trick des Spiels, um einen hereinzulegen. Aber wo soll ich sonst hin? Hä? Hä? Nochmal! Einmal ist keinmal, zweimal ist zweimal nix. Wie man sieht. Hä? Muss ich etwa das machen? Ja. Ach, Mann. Und wieso kannst du dann eine Handgranate nicht, hä? Das ist doch mal wieder lächerlich. Wieso kannst du eine Handgranate nicht reißen, hä? Ist das etwa so eine Art Granatenrassismus? Immerhin ist mein aufgeladener Schuss auch nur eine Art Granate. Ah, da oben bist du. Sag das doch. Ich kann doch nicht zu allen Seiten gleichzeitig hingucken. Du hast aber verdrehte Gelenke. Das ist nicht gesund. Oh, wieder ein bisschen Munition. Ja, das finde ich gut. Irgendein Tor habe ich geöffnet. Ein Tor zu einer neuen Welt. Oder so. Ah, wieder Mr. Sniper.
Ja, ich nutze das Höllenfeuer. Zack, Headshot. Kurz und schmerzlos, mein Junge. Bevor du mich schlagen kannst, musst du noch früher aufstehen. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut. Nochmal speichern darauf hin. So schön erledigt man ja selten seine Widersacher. Nein, ich werde nicht nachladen. Oh. Gott, das... Oh. Wie er versucht hat, mich zu überraschen und das sogar geschafft hat. Schande über dich. So. Oh Gott. Ach, da ist ja auch noch so ein Sniper hinter mir. Wie fies das ist. So. Ach. Oh Gott. So, jetzt wird er sich teleportieren. So, das war's für dich. Dankeschön. So. Mein Mana hat gerade noch so ausgereicht für diesen einen Schuss. Ist ja fies, wenn man dann kein Mana mehr hat und dann kommt man nicht weiter, oder was? So. Labe ich mich mal wieder an euren Seelen. Damit habe ich wieder volle Lebenspunkte. Wundervoll. Es läuft gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Es läuft gerade ziemlich gut. Wo kommen die denn her? Na? Das kann mir auch egal sein. Könnt ihr... Ja. Ah! Ich bin fast tot! Oh mein Gott! Woher kommt ihr denn alle bitte? Hm. Oh mein Gott. Wie sie mich beinahe getötet hätten da oben. Ja? Wäre dann auch eher ein besseres Moorhuhn-Schießen geworden mit mir auf der Brücke. So, das war's für dich. Oh mein Gott. Hol, haltet die Formation. Welche Formation denn, bitte? Ah, alles weg. Sehr gut. Das hat mich ja doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Kaum sage ich, es läuft mal ein bisschen besser, kriege ich jetzt hier direkt wieder die Packung. Das sieht dem Spiel mal ähnlich. Darauf erstmal speichern. Ganz... Ah! Kaum speichere ich, kriege ich auch wieder einen Schuss direkt in den Rücken natürlich. Was anderes als in den Rücken schießen, können sie auch nicht. Wo war der? Von wo hat der bitte auf mich geschossen? Hm? Verstehe ich nicht ganz. Naja, Munition, Munition. Munition, Munition. Hm. Ich habe irgendwie Angst. Auf Brücken bin ich nicht gerne. Da bin ich die reinste Schießbudenfigur. Hä? Hat er sich gerade selber in die Luft gesprengt? Ist das ein Minenfeld? Oh Gott. Activate all the landmines. Platoon 3 and 5 protect the entrance. Shoot the stranger. Okay, jetzt bin ich hier also. Okay,
Bevor ich mich also dieser Herausforderung widme, werde ich jetzt speichern und mich verabschieden. Also auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, und bis zum nächsten Mal.